Musik ist nicht unbedingt etwas, womit wir Gott näher kommen, ja, aber wo unsere Seele ruhig wird und wir dadurch empfänglich werden, vielleicht für die Sachen, die von Gott. Genau. Hallo zusammen, wir sind jetzt beim letzten Video in unserer Episode vor der großen Zusammenfassung, ja, die am Ende noch kommt. Der Punkt, wie können wir gesund leben, ja, als Christen? Ja, wie können wir gesund leben? Wie kann unser Glaubensleben gesund sein? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Lesen super wichtig ist. Ja? Auch für unsere Gesundheit als Menschen, für unser Funktionieren, für unser Erkennen von Gottes Gedanken. Ja. Und jetzt kommt noch ein Aspekt, den wir beide sehr auch in unserem Leben einfach praktisch erfahren haben, kann man sagen. Und es ist einfach das Thema Musik. Dazu, Musik ist so ein wichtiges Thema. Ja? Das ist auch total wert, dass da mal nochmal eine extra Episode über diese Themen gibt. Das werden wir auch noch machen. Aber jetzt mal beim Thema Gesundheit. Eine interessante Sache so sagen. Die habe ich mal bei einem Gesangsunterricht hat mir das jemand gesagt. Und das habe ich dann auch selber nachgeprüft. Das ist wirklich so, dass man gesehen hat, bei Leuten, die viel singen, da ist mehr Immunglobulin A im Körper, ja, in den Schleimhäuten. Und Immunglobulin A, das ist halt eine bestimmte Klasse von Antikörpern, die wir brauchen, um Krankheitserreger abzuwehren. Wenn wir gesund leben wollen, wollen wir ja Krankheitserreger abwehren, ja, dass wir gesund bleiben. Deswegen sind wir jetzt krank. Mehr singen, ey. Genau. Richtig, wir sind beide ein bisschen verschnupft. Aber das ist doch eine interessante Beobachtung, dass man also sieht, dass das Singen oder auch überhaupt Musik machen, ja, dass das unserem Körper und damit unserem Menschsein gut tut. Das fand ich einfach wirklich eine interessante Beobachtung. Und das ist auch unser beider Erfahrung, oder? Mhm. Musik machen tut gut. Ja, mit dem Singen, das wusste ich jetzt noch nicht. Ja. Macht aber Sinn. Macht aber Sinn. Ich singe eigentlich gar nicht so gern. Das ist ziemlich witzig. Wir haben zusammen mal gesungen in der A Cappella-Band. Mir macht eigentlich so Singen so mit Leuten so gar nicht so viel Spaß. Ich mache das eher, wenn das so auf dem auch für dich A Cappella, selber? So A Cappella, das war cool. Ja, okay. Ja, für einen selbst auch. Doch, das macht eigentlich so viel Spaß. Aber manchmal so als Gruppe, ich weiß auch noch, und ich weiß, dass viele Jungs hier, die gucken sich das an, denken sich, oh, als wenn es irgendwie so im Jugendsingen oder so gibt, dann sind Jungs eigentlich, finden das nicht so cool. Ja. Mädels finden das ein bisschen cooler. Obwohl es auch wieder welche gibt, die es total cool finden, ja, die da total Spaß haben. Und das ist super. Und übrigens, manchmal sind auch Dinge gut, die nicht so cool sind. Genau. Die sind an sich dann trotzdem ziemlich gut. Ne? Ja, also ich muss dir sagen, du singst immer gerne. Du singst doch gerne, sag ich dir, weil du läufst oft hier rum und suchst eine Melodie und so weiter. Ja. Also du bist aktiv im Bereich Musik, ja, auch wenn es dir selber nicht. Ich möchte dir helfen, dass du dich selber besser verstehst. Schön, Christian. Ich fühle mich direkt geborgen. Aber also meine Erfahrung ist wirklich, ich gehe manchmal, ist für mich auch Musik und inklusive Singen, Klavierspielen, Singen, beides zusammen, ist ein Kanal, dass man Emotionen rauslässt, auch verarbeitet. Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo es mir schlecht ging, wo mich was bedrückt hat. Und dann bin ich ins Klavier gegangen, habe irgendwie ein christliches Lied auch gespielt, habe auch den Text dazu gesungen. Und es hat mir einfach wirklich auch seelisch, ja, emotional, hat mir das einfach richtig gut getan. Mhm. Und das weiß ich von anderen auch. Ich weiß, dass es jetzt jemand nicht so sehr hilft, der zum Beispiel überhaupt nicht musikalisch ist, weil der würde seine Emotionen halt eher am Boxsack oder in einem Ballerspiel rauslassen oder so. Ja. Aber trotzdem, meine Erfahrung ist, dass es doch irgendwo gut tut, auch für eine Gemeinschaft, wenn man zusammen ist. Und man singt zusammen und dann kann man auch ruhig mal sagen, ist nicht so schlimm, wenn du nicht so gerade singst und so. Lass uns einfach so eine Stimmung hier auch aufkommen lassen, deswegen wo gerne zusammen singen. Mhm. Ich habe erlebt, dass das gut tut, ja? Dass es für die Stimmung gut ist, für die eigene, auch für eine Gruppendynamik gut ist und dass wir auch in der Bibel halt einfach sehr stark sehen, dass Gott, dass Gottes Lob, dass ihm das immer sehr wichtig war. David hat er sogar Leute professionell angestellt, ja, damit Gott gelobt wurde und die haben gesungen, ihre Stimme erhoben zu Gott. Ich denke, dass wir auch in unserer Zeit, ich will dich nicht vergewaltigen, wenn du völlig unmusikalisch bist und andere Interessen hast, aber ich glaube, auch ist gut, mal wieder Werbung zu machen in einer Zeit, wo einfach viel weniger unter Christen auch gesungen wird und auch Musik gemacht wird, dass wir uns bewusst sind, Gott hat auch da was in die Schöpfung gelegt, was uns gut tut. Ja? Was interessant ist, wenn du, wie gesagt, wenn du dich im Wald verirrst, was du machen sollst, ist ein Feuer anzuzünden. Das hilft dir direkt, besser drauf zu sein. Ja. Also, weil du irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht denkt man, dass das so ein bisschen so ein Gegenüber ist. Ja. Aber auch singen ist gut, ja. Das kennt man ja auch aus so Kriegsgeschichten oder so, wo die dann total zerschmettert waren die am Feuer und plötzlich
fängt da einer so an zu singen, weiß ja. dann alle Stimmen mit ein und so weiter und plötzlich geht es allen schon gerade eine Runde besser. Paulus und Silas im Gefängnis. Ja. Haben Mitternacht, die saßen da angekettet und haben Loblied gesungen. Ja. Ja. Und Wilhelm Busch, das fällt mir gerade ein, wo du das sagst, der Wilhelm Busch, der hat gesagt, die saßen im Bunker während dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Mhm. Eine absolut miese Stimmung. Ja, ja, genau, das war die Geschichte, glaube ich. Und die fand ich so schön. Der hat fingen sie an, auf einmal Lieder zu singen. Irgendeiner hat angestimmt und dann haben die gesungen im Bunker. Stell dich mal vor, drumherum macht so piu, und überall gehen die Bomben nieder. Ja, so. Und plötzlich singen die, wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich doch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Hm. Und dann hat die Tochter von Wilhelm Busch abends im Bett gesagt, als der Angriff vorbei war, Papa, das heute war schön. Hm. Und der Wilhelm Busch hat gesagt, ist die verrückt? Schön im Bunker, die Bomben. Hm. Aber die haben diese Stimmung erlebt, die aufgrund von so einem angestimmten Lied kam. Hm. Fand ich einfach eine mutmachende Geschichte auch. Ja, Musik machen ist sehr wichtig. Auch Musik ist ja eine... Also wenn du nochmal zu den Studien und so weiter gehst, auch warum Musik machen wichtig ist, Musik macht intelligenter. Ja, absolut. Das ist so. Nachgewiesen. Es macht auch emotional intelligenter. Ja. Ja, dass man, es ist ja eine Sprache, Musik ist eine Sprache. Also wenn du dich ein bisschen auskennst mit Musik, aber weißt du, dass es, deswegen hast du ja manchmal Musiker, die zusammen sprechen. Wobei ich jetzt nicht verstehe, warum du so musikalisch bist. Okay. Warum nicht? Musiker haben eine bestimmte Sprache. Ja, du wolltest weitermachen. Musik haben eine bestimmte Sprache. Ja, Musik ist auch eine Sprache, dass man einfach, wenn man sagt ja auch zum Beispiel im Flow sein, man versteht den anderen gut. Ja. Ja. Und es gibt ja auch zum Beispiel Call and Response, zum Beispiel im Gospel. Ja, aber das gibt es auch in der Musik. Ja, dass man nach der anderen. Genau. Man merkt, das ist es kommuniziert miteinander. Ja. Oder manchmal klappt es halt überhaupt nicht. Das und deswegen kann man einfach, was soll ich sagen, also Musik ist, es hilft auch zum Beispiel, was ganz interessant ist, das ist das, jetzt muss ich gerade mal nachdenken, dass der König, ich weiß nicht genau welcher König das war, auf jeden Fall kommt der Samuel zu dem hin und da ist Getümmel, Kriegsgetümmel und der kommt zu ihm, Josaphat ist es? Ich weiß auch nicht mehr genau, aber... Okay, der kommt zu ihm hin auf jeden Fall und sagt dem, sagt ihm, hey, hier ist ein Kriegsgetümmel und so weiter, wir müssen Gottes Wort hören und der Samuel soll dann sprechen zu Gott und Samuel sagt, ich kann so nicht zu Gott reden. Ich muss erstmal Ruhe haben. Ja. Und dann sagt er, holt mir einen Seitenspieler. Fängt der Seitenspieler an zu spielen. In dem Augenblick kann der Samuel Kontakt aufnehmen zu Gott. Ja. Ganz interessante Sache, dass Musik auch hilft. Aber kann auch mal so ein Knotenlöser sein, ne? Genau. Ja. Also ich glaube nicht, dass es hat nichts mit dem, glaube ich, mit dem Heiligen Geist zu tun, aber es hat was mit der Seele zu tun. Richtig. Dass die Seele einfach ruhig wird. Genau. Ja? Also Musik ist nicht unbedingt etwas, womit wir Gott näher kommen, aber wo unsere Seele ruhig wird und wir dadurch empfänglich werden vielleicht für die Sachen, die von Gott. Genau. Also deswegen können wir unterm Strich eigentlich sagen, Musik ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, die uns schon viel gegeben hat auch im Leben. Ja, also ein Geschenk Gottes, was er auch in die Schöpfung reingelegt hat. Und deswegen eigentlich für euch wirklich die Ermutigung, vielleicht seid ihr auch ein paar junge Leute irgendwo zusammen. Lern ein Instrument, du wirst schlauer, du wirst schöner, genau. Nein, aber lern ein Instrument, wirklich. Lern am besten Gitarre oder Klavier. Ja. Gitarre ist für die, die jetzt vielleicht ein bisschen schnell reinkommen wollen, Spaß haben wollen. Mhm. Klavier ist dann ein bisschen schwieriger, aber im Endeffekt, wenn du irgendwann nur Noten aufschreiben willst und das ein bisschen grundsätzlicher kapieren willst, was in Musik abgeht, das Klavier ist schon besser. Besser ist auch nicht so schwierig, wenn du wiederum dir ein bisschen Zeit nimmst. Ja. Du hast jetzt zum Beispiel auch nochmal Gitarre gelernt, obendrauf. Und ich habe auch andere gesehen, die dann irgendwann angefangen haben, wenn du 25 bist auch, oder 30 oder 40 oder so. Ist kein Problem. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der ist Ende 30 oder so, hat angefangen nochmal Klavier zu spielen. Ist auch nicht so schwierig, okay? Weil du kommst sehr, sehr schnell auf ein Niveau, gerade was jetzt christliche Lieder angeht, kannst du sehr, sehr schnell begleiten. Und das ist cool. Dann plötzlich kannst du dich irgendwie ausdrücken und improvisieren lernen und so weiter. Ist auch nicht so schwer. Ja, sieht am Anfang ein bisschen magisch aus, aber ist nicht so schwer. Und macht halt unheimlich viel Freude und ist ein weiteres Instrument oder ein Tool in deiner Toolbox, um einfach dich auszudrücken und auszugleichen innerlich. Gottes Segen dafür. Und nächstes Mal kommt der große runde Abschluss. Ja. Sei gespannt. Bis dann. Ciao.